Hallo, heute zeige ich euch einen Clip über die morgendliche Badprozedur. Es werden dort Produkte zu sehen sein, für die ich unbezahlte Werbung mache. Ich bekomme also kein Geld dafür. Das muss ich auf jeden Fall vorausschicken. Ich zeige sie, weil ich sie selber benutze, weil ich sie ökologisch richtig finde. Vor allem freue ich mich darüber, dass keine Tier Versuche dafür gemacht wurden. Das finde ich immer ganz gruselig. Es ist einfach was ganz was Schreckliches, eines der schrecklichsten der Menschheit. Und das wird also bei diesen Produkten auf keinen Fall getan. Das ist mir wichtig. Guten Morgen. Wir beginnen den Tag im Bad. Und hier geht das umweltfreundliche Verhalten auch schon los. Nach einer langen Nacht drückt wahrscheinlich die Blase. Und wenn du dann sowieso duschen gehst, dann geh doch gleich in der Dusche bieseln. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch, ist es aber überhaupt nicht. Sogar das Umweltbundesamt hat mal darum gebeten, dass die Menschen doch bitte morgens nicht extra eine Toilettenspülung benutzen sollen und viele Liter Wasser raushauen, wenn sie dann sowieso duschen gehen. Also sogar von offizieller Stelle wurden wir darum gebeten, auf diese Weise Wasser zu sparen. Thema Toilettenpapier. Wir alle gehen täglich mehrmals zur Toilette. Dabei verwenden wir in etwa so viel, mehr oder weniger so viel Papier pro Tag. Das sieht jetzt noch mal gar nicht so schlimm aus. Aber wenn wir bedenken, dass wir allein in Deutschland 80 Millionen Bürger haben, dann wird es schon eine ganze Menge. Und wenn wir dann bedenken, dass wir 8 Milliarden Erdenbürger haben, dann ist es ganz schön viel. Und muss das Holz sein aus Bäumen? Bäumen, diesen wunderbaren Lebewesen, die so wichtig sind für unseren Planeten, die die Erde mit Nährstoffen anreichern, Wasser speichern, Kohlendioxid aufnehmen, Sauerstoff abgeben, für hunderte Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum abgeben und für uns Erholungsraum? Ich finde nicht. Ich finde, wir haben so viel Altpapier, dass man sich den Hintern, Entschuldigung, wirklich mit Altpapier abputzen kann. Das muss nicht Baum sein. Also, es gibt jetzt beim Drogeriemarkt so eine große Packung, 16 Rollen, einmal verpackt. Sie schaffen es nicht, die in Papier zu verpacken. Ich habe sie auch schon angeschrieben, ob sie das nicht mal in starken Papier verpacken können. Aber sie meinen, nein, sie würden ja auch recycelten Plastik benutzen und es ginge nicht aus hygienischen Gründen, was ich schmarrn finde, aber ihr könnt gerne die Firmen auch nochmal anschreiben. Je mehr Leute sich da interessiert zeigen und beschweren, in Anführungszeichen, desto mehr werden die Hersteller doch angeregt, mal ein bisschen vielleicht doch ihre Maßnahmen zu korrigieren. Also, wie gesagt, ich finde es ganz gut, 16 Rollen in einer Packung. Es spart schon wieder ein bisschen an Plastik. Das ist mein Tipp zum Thema Toilettenpapier. Manche Menschen gehen abends duschen. Und manche duschen nur alle 2 Tage. Dann sollte man natürlich, wenn man jetzt nur das kleine Geschäft macht, den Spülstopp benutzen. Also nur wenige Liter Wasser runterspülen. Das geht ganz einfach nur ums Wassersparen. Alle 2 Tage duschen ist übrigens auch für die Haut besser. Denn der Säureschutzmantel wird jedes Mal angegriffen mit Seife und Wasser.
muss ich neu aufbauen und das ist für diese Zeit für die Haut und für die Immunkräfte ziemlich stressig. Ich persönlich benutze weder für die Hände noch beim Duschen und Haare waschen flüssige Seife, sondern alles im Stück. Es gibt verschiedene, die sind aus einem sehr schönen Seifengeschäft gewesen. Die sind aus dem Drogeriemarkt. Also es gibt ganz viele verschiedene Angebote für gute Stiftseife, eben auch Shampoo, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Da braucht man keine Plastikflaschen benutzen, keine Wasser herumtransportieren lassen, denn jedes Mal, wenn ich flüssige Seife kaufe, muss das ja mal mit dem Lastwagen rumtransportiert worden sein. Und das ist unnötiger CO2-Verbrauch. Und die Plastikflaschenherstellung und Entsorgung ist für unseren Planeten eine einzige Katastrophe. Das weiß ja eigentlich mittlerweile jeder. Ich persönlich benutze nicht so viele unterschiedliche Produkte. Wenn ich duschen gehe, dann reicht mir die Shampoo-Seife. Ich seife den Kopf ein, der Schaum läuft sowieso den Körper runter und mit diesem Schaum wasche ich auch den Körper ab. Das ist so zarte Seife, die für den Kopf, für die Kopfhaut gemacht wird. Das ist für den Körper wunderbar. Reicht völlig aus. Wenn ich mal dusche, ohne die Haare zu waschen, dann nehme ich einfach ganz normale Seife. Ich habe sehr zarte Handseife, milde und das ist für die Körperhaut genauso gut. Natürlich muss das jeder mit seinem persönlichen Hauttyp für sich selber rausfinden. Probiert ein bisschen rum, denkt ein bisschen großzügig. Es muss nicht alles immer so laufen, wie die Werbung einem das vorschreibt. Man kann da seinen eigenen Weg finden und muss nicht so viele verschiedene Produkte benutzen und so viel Geld ausgeben auch. Und beim Duschen, wie auch beim Händewaschen, gilt natürlich Wasser laufen lassen, sich nass machen, Wasser ausmachen, sich einseifen, Wasser wieder anmachen, um sich wieder abzuspülen. Und nicht das Wasser die ganze Zeit laufen lassen. Das ist die doppelte oder dreifache Menge, die man dabei verbrauchen würde. Ich habe mal bei mir den Stöpsel in die Duschwanne reingetan, sodass ich sehen konnte, wie viel Wasser ich denn da so verbrauche. Und da ist meine kleine Duschwanne halt gerade mal so voll geworden. Wenn ich das bedenke, auf eine Badewanne hochzurechnen, kann ich bestimmt 10 Mal duschen, um einmal zu baden. Ich bin also nicht so der Badetyp, ist mir auch ehrlich gesagt zu langweilig. Duschen erfüllt den Zweck und geht schnell. Nach dem Duschen kann ich eben nur empfehlen, die Dusche immer wieder mit einem Tuch trocken zu putzen, denn dann muss man nicht so oft mit Putzmittel und Kraftaufwand und Wasser das Kalk wegputzen. Jetzt ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass mein Morgensbadvideo über 20 Minuten dauert, fast 30. Und darum habe ich das jetzt aufgeteilt in zwei Teile. Hiermit ist also das Ende des ersten Teiles mit gut 10 Minuten. Und den zweiten Teil, der ein bisschen mehr dauern wird, 15 Minuten gut, den sende ich dann einfach morgen. Ich freue mich, wenn ihr es euch gefallen hat und ihr dabei bleibt und es euch anschaut und immer wieder reinklickt, liked, abonniert, wie man das so sagt. Gell? Bis dann. Ciao.